bin ganz Ohr. Ich wollte dir nur sagen, also, wie wir beide so zusammenarbeiten, tja, das macht echt richtig Spaß. Ich habe Nuka World mit dir verlassen und gehofft, du wärst der richtige Overboss. Hätte mir keine Sorgen machen müssen. Du kannst ohne Frage auf dich aufpassen, was man von den meisten anderen nicht behaupten kann. Außerdem macht es dir Spaß. Und noch wichtiger, ich weiß, du hältst mir den Rücken frei. Ich kann dir vertrauen. Dir und niemandem sonst. Ich würde dir in den Rücken fallen? Nein, Boss, nicht mehr. Aber den meisten Raidern kann man nicht vertrauen. Hab ein paar falsche Entscheidungen getroffen, als ich jünger war. Ich sag nicht, dass ich sie bereue, aber damals war ich einfach ein bisschen blauäugig. Die erste Bande nahm ich mit 16 auf. Gute Größe, starke Leute. Haben sie nur nicht richtig eingesetzt. Ich war neu, jung und wusste nicht, wann ich den Mund halten sollte. Machte Vorschläge, um die Dinge zu verbessern. Ich kann's mir genau vorstellen. Entschuldigung, Herr Raider Boss. Ich hab ne Idee. Ja, so hat sich das wahrscheinlich angehört. Irgendwann kam der Boss zu mir. Er hieß Connor. Keine Ahnung, welchen dummen Namen er sich gegeben hatte. Der Ernter oder sowas. Auf keinen Fall so einschüchternd, wie er klingen sollte. Fast schon lachhaft. Naja, erst dachte ich, er wäre sauer drüber, dass ich seine Autorität untergrabe. Aber er hörte mir zu, nahm meinen Rat an. Und 3 Wochen später habt ihr beiden dann geheiratet. Sehr witzig. Also, da war ich nun. Ein kleiner Dummkopf, dem der scheinbar mächtigste Mann der Gegend zuhört. Ich bin geplatzt vor Stolz. Connor hat mich immer wieder gefragt, was ich von seinen Plänen halte. Mir gesagt, dass er mir vertraut. Das ist mir zu Kopf gestiegen. Nach ungefähr einem Jahr der engen Zusammenarbeit hatten wir den Plan, Frieden mit einer rivalisierenden Bande zu schließen. Wir arbeiteten heimlich alles aus, wo wir uns auf neutralem Boden treffen. Wer verhandelt? Ein Plan B für den Notfall. Ich übernahm die Verhandlungen. Mit 3 unserer übelsten Kanten als Schutz, falls mich keiner ernst nehmen würde. Da wir darüber reden, gehe ich davon aus, dass die Geschichte nicht mit deinem Tod endet. Großartig. Kein Wunder, dass du das sagen hast. Nach ungefähr einer Stunde erkannten sie, dass die Abmachung in ihrem Interesse war. Und dann hörte ich es. Waffenfeuer und Explosion. Und zwar reichlich. Zuerst dachte ich, oh Scheiße. Da ist was schiefgelaufen. Connor muss uns rausholen. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr wurde mir klar, was passierte. Der Dreckskerl hatte mich verarscht. Und ich bin drauf reingefallen. Ich hatte von ihm alle möglichen wichtigen Informationen erhalten. Wäre ich länger da geblieben, wäre ich zur Bedrohung geworden. Also nutzte er uns als Ablenkung, um die anderen Banden zu beschäftigen, während er und seine Männer angriffen. Er würde Beute machen. Und ich würde im Kreuzfeuer sterben. Halleluja! Wenn ich ehrlich bin, war das ziemlich schlau von ihm gemacht. Ah, muss man ihm lassen. Das war mehr, als ich ihm zugetraut hatte. Vielleicht war ich davon ausgegangen, dass er so tief nicht sinken würde. Ich fand mich auf der anderen Seite wieder. Angeschlagen, aber lebendig. Zurück konnte ich nicht. Der, dem ich vertraut hatte, wollte mich umbringen. Ich dachte daran, wieder reinzugehen und zu ballern. Aber das war nur meine Wut. Und ich wusste, wie das enden würde. Also zog ich weiter. Schwor mir, nie wieder so dumm zu sein. Traue niemandem. Und jeder ist sich selbst der Nächste. Okay. War es das mit der Tränengeschichte, Gage? Jeder hat schon mal irgendeinen Mist erlebt. Ja, du Klugscheißer. Ich bin fast fertig. Seit diesem Tag habe ich niemandem mehr vertraut. Nur so lange, wie sie für mich nützlich waren. Aber du hast wirklich was drauf. Endlich kenne ich jemanden, für den es sich zu kämpfen lohnt. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Das soll jetzt nicht komisch klingen oder so. Ich sag nur,
dass das zwischen uns eine echt gute Sache ist. Ist ja schön, dass du so denkst, aber das sollte nicht unangenehm werden. Können wir es bei einer professionellen Beziehung belassen? Oh ja, scheiße. Tut mir leid, Boss. Das hatte nichts zu bedeuten. Also, wir haben dann jetzt genug Gefühle ausgetauscht, ja? Wir sollten uns wohl mal wieder an die Arbeit machen. Ehrlich. Danke. Ich meine das so.